Ich sitze in einer ruhigen Nebenstraße in Kairo und versuche, meine Gedanken zu ordnen und die vielen neuen Eindrücke zu sortieren. 18 Millionen, fast dreimal mehr als die ganze Bevölkerung der Schweiz in einer einzigen Stadt. Unvorstellbar. Fremd, aber freundlich sind die Menschen und jedermann sagt nach dem Gruß: Welcome to Egypt. Ein Gewürzhändler freut sich, uns Einblick in seinen duftenden Laden zu geben. In Europe, this it is more gold. In der Stille der nahen Moschee scheint mir der Preis für die Gewürze doch recht hoch gewesen zu sein. Trotz des Additierfehlers um 10 Pfund, für den sich die beiden Händler 100-mal entschuldigten. Und mein Vater meinte: Jetzt haben wir Gewürze bis an unser Lebensende. Vor der Moschee bin ich sofort von vielen Kindern umringt, die mit allerlei Tricks versuchen, einen Kaugummi zu erhaschen, bis sie der Moscheewächter fortjagt. Der Friedhof, eine Stadt in der Stadt. Hier haben sich die Ärmsten angesiedelt und leben da in Grabanlagen oder auch in Hütten zwischen den Gräbern. 200.000 Menschen sollen hier wohnen. Sogar hier werden wir freundlich empfangen. Es stört die Familie nicht, dass in ihrer Stube noch der Sarkophag eines längst gestorbenen Unbekannten steht. Wir werden zu einem Tee eingeladen. Arm ist diese Hütte zwar schon, aber nicht armselig. Ich spüre einen beseelten Raum und die junge Frau hat keinen unzufriedenen, verbitterten Gesichtsausdruck, wie man ihn zu Hause bei Leuten sieht, die weit mehr materielle Güter haben. Vor 4 Wochen hat sie ihr erstes Kind geboren. Wie sieht wohl seine Zukunft aus? Unbeschreiblich ist das Gefühl, zum ersten Mal vor den großen Pyramiden zu stehen. Mein Vater umarmte mich und weinte vor Freude. Dann begann er zu malen. Ich schreibe in meinem Tagebuch. Neben mir döst unser Führer Mohammed. Es ist vollkommen still hier. In der Ferne stehen die Pyramiden. Vor fast 5000 Jahren von Menschen gebaut. Grabstätte für Könige, die gleichzeitig Gott waren. Unterhalb der Pyramiden steht der berühmte Sphinx. Wir steigen ab und mein Vater beginnt sofort zu malen. Ich beobachte die auf der Kolossalfigur umherkletternden Japaner und gehe schreibend meinen Gedanken nach. Ob die Leute überhaupt merken, wo sie da stehen? Amenophis und Thutmosis hatten noch als Prinzen vor der Figur Visionen, in denen ihnen der Gott Re-Harachte erschien, um ihnen die Königsherrschaft anzubieten. Unverständlich ist mir, dass das Kunstwerk auch als Zielscheibe für Soldaten dienen konnte. Wie respektlos und dumm sind die Menschen geworden. Nachdem wir zusammenpacken und uns langsam von den Pyramiden entfernen, muss ich immer wieder zurückschauen, um mich zu vergewissern, dass sie noch da sind, wirklich da sind, und ich auch da bin, wirklich da bin, und das ganze Erlebnis nicht nur ein Traum ist. Ich habe die Pyramiden von Gizeh gesehen.
Wir sind unterwegs in einem kleinen, vollbesetzten Minibus Richtung Süden. Diese Busse fahren nicht nach einem Fahrplan, sondern einfach dann, wenn genügend Fahrgäste für eine bestimmte Richtung vorhanden sind. Diese Art, mit den Einheimischen zu reisen, ist für Papa und mich der Inbegriff des Reisens. Begleitet sind wir von Tarek und Helel, die wir an der Bushaltestelle kennengelernt und die uns zu sich nach Hause nach Abu Sir eingeladen haben. Am Dorfeingang von Abu Sir steigen alle Reisenden aus. Nur uns heißt man, sitzen zu bleiben. Wir können es kaum glauben, dass wir noch im 21. Jahrhundert leben. Mir scheint alles wie in einem Traum, wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Ich freue mich auf den Tag, wo ich zu Fuß durch diese Straßen gehen kann. Kaum angekommen, sind wir schon von einer fröhlichen Kinderschar umgeben. Dann sind Besuche bei verschiedenen Familien angesagt. Es ist, als ob wir überall nach Hause kämen und man mit dem Essen gerade auf uns gewartet hätte. Obschon der Gebetsruf des Muezzin über das Dorf schallt und die Bauern mit ihren Tieren in langen Zügen von den Feldern nach Hause kommen, gehen wir noch zu einem anderen Onkel, der ehrfurchtsvoll mit El Hag angesprochen wird. Er war in Mekka, auf der Hedschra, und deshalb trägt er den Ehrentitel El Hag. Neben ihm sitzt sein Bruder und rasiert sich unbeirrt durch unseren Besuch den Bart ab. Erst spät kommen wir nach Hause, wo im halbdunklen Raum ein Nachtessen bereitsteht. Und anschließend gibt es wieder klebrig süßen Schwarztee. Sicher schon zum fünften Mal diesen Abend. Erst gegen Morgen konnte ich auf der harten Matratze einschlafen. Und Papa sagte später, er habe überhaupt kein Auge zugetan. Seit ich mich erinnern kann, haben wir zwei besondere Teppiche zu Hause. Mama sagte, die kämen aus Ägypten und seien von Kindern gemacht. Ich bestaunte diese fremden Kunstwerke immer und sah in ihnen das Leben in einem fremden Land mit Palmen, Schafen, fremden Häusern, sah Frauen mit Krügen auf den Köpfen und einem breiten Fluss, von dem Papa sagte, dass das der Nil sei. Und jetzt stehe ich in der Werkstatt in Harania, in der diese Teppiche gemacht werden. Aber kein Kind macht diese Teppiche, sondern ein erwachsener Meister. Meister nennen sie ihn, denn nur ein Meister kann solche Teppiche weben. Aber fleißige, kleine Kinderhände knüpfen andere Teppiche. Teppiche aus Schafswolle und Teppiche aus Seide. Es wird mir gezeigt, wie ein doppelter Knoten gemacht wird und ich kann selber einen winzigen kleinen Teil zu einem Teppich beitragen. Ich staune über die Geschwindigkeit der kleinen Hände. Der Architekt Ramses Visser-Wassef wollte die koptische Teppichkunst erhalten und bildete hier Kinder und Jugendliche aus. Seit 1952 gibt es Ausstellungen dieser unvergleichlichen Teppiche. Heute gibt es wieder viele dieser Teppichwerkstätten. Die Kinder arbeiten in zwei Gruppen, eine am Morgen und eine am Nachmittag, die an den gleichen Teppichen fortwährend knüpfen. Die Seidenteppiche können nur von kleinen Mädchenfingern geknüpft werden und die Knaben knüpfen die etwas gröberen Wollteppiche.
Und trotzdem wird das nicht als Kinderarbeit angeschaut. Die Familien hingegen sind froh um den kleinen Lohn, der von hier nach Hause gebracht wird. In einem Ausstellungsraum bemüht sich der Verkäufer, uns einen großen Teppich anzudrehen. Nachdem er aber erfahren hat, dass wir nur mit einem kleinen Rucksäcklein und einer Korbtasche unterwegs sind, ist er auch zufrieden damit, dass wir nur einen ganz kleinen Teppich zur Erinnerung kaufen. Abu Tariq, der Vater von Tariq, besitzt 2 Kamele. Mit ihnen reitet er täglich 12 Kilometer durch die Wüste nach Saqqara, um dort Touristen auf seinen Kamelen etwas herumzuführen. Heute hat er frei gemacht, um uns zu den Pyramiden von Abu Sir zu begleiten. Langsam reiten wir aus dem Dorf bei den letzten Palmen vorbei und bald ist nur noch Sand, weit und breit nur Sand zu sehen. Sanft schaukelnd werden wir zwischen Himmel und Sand durch die Wüste getragen und immer näher kommen wir zu den Pyramiden von Abu Sir. 4 Pharaonen aus der 5. Dynastie des Alten Reiches liegen seit 4700 Jahren hier begraben und jeder hat den Namen des Sonnengottes Re, dessen irdische Verkörperung er war, in seinen Namen integriert. Sashure, Neusere, Neferirkare und Neferefre. Und dann stehen wir staunend in den Ruinen einer großen Halle, die mit einem in Stein gehauenen Sternenhimmel überspannt war. Die fast 5000 Jahre alten Trümmer liegen umher, als sei erst gestern ein Erdbeben gewesen. Der Grabwächter Mohammed freut sich, mit mir den Weg zu gehen, der in alter Zeit vom Tal zu dieser Grabanlage führte. Shukran. Ich freute mich an den Granitbrocken, die präzisen eingemeißelten Formen zu berühren und hier den Sonnengott Re zu entdecken. Schade, dass diese Pyramide als Steinhaufen für alle möglichen Bauten benutzt worden ist. Doch jetzt werden diese Steine bewacht und der mollige Wächter ist froh, dass mit uns etwas Abwechslung in sein einsames Leben zwischen diesen Ruinen gekommen ist, die nicht für Touristen zugänglich sind. Während wir das Grab des Sashure umwandern, muss ich an die gewaltige Knickpyramide des Nofru in Dashur denken, deren Kalksteinverkleidung noch fast vollständig erhalten ist. Papa konnte sich fast nicht mehr erholen vor Begeisterung darüber, dass er an der Nordostecke die Fundamentplatten der Pyramide sah. Mich beeindruckte mehr die Weite der Wüstenlandschaft, in der ein Mensch so klein wirkt. Und dann war für mich das Innere der Pyramide ein ganz besonderes Erlebnis. Ganz allein waren wir in diesen Räumen, die einst den Sarkophag des Pharao bargen. Wir staunten über die Arbeit der damaligen Steinmetze,
von der heute niemand mehr weiß, wie die Steine damals so bearbeitet worden sind. In Ptahoptips Grab sahen wir so schöne, fein gearbeitete Reliefs, dass Papa in aller Eile einige Bleistiftabriebe für mein Tagebuch machte, während ich Wache stand. Man würde viele Tage brauchen, um all die Abbildungen richtig anschauen und verstehen zu können. Mit einer hereinstürmenden Schulklasse war es um die Ruhe geschehen und wir krochen wieder durch den langen Gang dem Sonnenlicht entgegen. Und jetzt geht man um die Steine herum, klettert darüber, staunt und weiß sich eigentlich gar nicht zu helfen. Man baut Theorien auf, versucht sich dies und jenes zu erklären und weiß eigentlich doch ganz wenig. Wir stehen im Mastaba von Ptahschepsis. Das Bauwerk hatte 3 Eingangshallen, eben mit Sternenhimmel, 3 Opferräume, mehrere Magazine, 2 Statuenräume, 3 Treppenhäuser und einen riesigen Innenhof, in dem 20 quadratische Pfeiler mit einer Seitenlänge von je 1 Meter standen. Etwas unbeholfen versucht Mohammed, diese oder jene Hieroglyphe zu erklären. Aber viel mehr weiß auch er nicht, obwohl er hier zu Hause ist. For the box. See these drops? And the people and this base for motor. For this here. Very easy for this people inside in the tombs. Ein besonderer Spaß bereitet es dem Wächter, mich in den Sarkophag des Ptahschepsis zu hieven, aus dem ich aber doch ganz gerne wieder rausklettere. Draußen wartete Abu Tariq mit den Kamelen und froh gelaunt reiten wir wieder über den heißen Sand in Richtung Abu Sir. Ich genieße das schöne Schaukeln zwischen Himmel und Erde und Papa meint, mit solchen Filmaufnahmen würden die Herren im Filmclub alle seekrank und müssen erbrechen. Und so wollte er es lieber mit Einzelaufnahmen versuchen.
Zurück im Stall freuen sich die Kamele über das frische Gras. Und nach einer langen Teezeremonie und einer Dusche mit einem Kännchen Wasser habe ich noch sehr viel im Tagebuch zu schreiben. Ich sitze auf dem Dach, bin umgeben von Enten und werde beobachtet von Nachbarshühnern. Am nahen Hügel wurde ein Mensch zu Grabe getragen. Laut schallt das Wehklagen der Frauen und der Totengesang des Muezzin vom Minarett. Zu Hause träumten wir davon, in Kairo an den Nil zu gehen und eine Feluke zu finden, die mit Steinen, Sand oder Schafen beladen, soeben ablegt. Mit so einer Feluke möchten wir gerne einige Tage mitfahren, um das Leben auf dem alten Strom, der die Wiege der Zivilisation bildet, kennenzulernen. Doch scheinbar existieren solche alte Feluken nur noch auf alten Bildern. Und an einer einzigen Anlegestelle werden Felukenfahrten für Touristen angeboten. Unser Freund Helail verhandelte ziemlich lange mit dem Vermieter über den Preis, während wir uns etwas abseits versteckt hielten. Und so wird unser Traum für einen halben Tag doch noch Wirklichkeit. Allerdings in einer leicht abgeänderten Version. Und trotzdem, wir sind auf dem Nil und der Wind bläht in unser großes Segel, wie in alten Zeiten. Und wir fahren flussaufwärts, sehen, was wir sehen können und sind uns bewusst, im alten Land der Pharaonen zu sein. Hochhäuser, Palmen und kleine, mit Schilf bewachsene Inseln ziehen an uns vorbei. Die beiden Knaben sprechen kein Wort. Konzentriert und geschickt steuern sie die Feluke, setzen das Segel in die Richtung des Windes. Flink sind ihre Bewegungen. Sie beherrschen ihr Handwerk. Papa sitzt in der Sonne und zeichnet. Ich halte mich an einem Mast fest und betrachte die Landschaft, die an uns vorüberzieht. Der Wind spielt mit meinen Haaren und lässt mein weißes Kleid aufflattern. Ich genieße diese Fahrt und sehe in der Vorstellung die unzähligen Feluken und Kähne, die in jener Zeit die Granitblöcke von Aswan zum Bau der Pyramiden transportierten. Noch immer fließt der Strom gemächlich, wie damals, und immer noch fest Schilf, wie zu den Zeiten, als Moses im Körblan ausgesetzt und dann von einer badenden Pharaonentochter gefunden worden ist. Vielleicht ja gerade hier? Nachdem wir von einer Welle des kreuzenden Fährbootes angespritzt worden sind, kommt mir die Warnung von Frau Schmid am Tag unserer Abreise in den Sinn. Und nicht ein Fuß in das Wasser des Nils tauchen. Darin sind Viecher, die dringen durch deine Haut in den Körper ein und du bringst sie nie mehr los. Heißen diese Viecher wohl Erinnerung oder Sehnsucht? Sehnsucht, wieder einmal auf dem Nil fahren zu können oder am Nil und im Lande des Nils sein zu können. In den frühen Morgenstunden
wenn von allen Minaretten der Gebetsruf der Muezzin über das Dorf schallt, beginnt auch das Leben in den Häusern und auf den Straßen. Die Frauen bereiten das Frühstück. Es gibt Rühreier, Brot, Falafel und was vom gestrigen Abend noch übrig geblieben ist. Dazu Wasser. Auf den Straßen ist schon ein reges Kommen und Gehen. Die Bauern gehen mit ihren Kühen und Eseln aus dem Dorf auf die Felder hinaus und Schafe werden auf die Weiden geführt. Der Wasserverkäufer aus Kairo bringt Wasser, das zwar auch viel Chlor enthält, aber weniger Salz als das Wasser von Abusir. Und es ist Sache der Frauen, für das Wasser im Haus zu sorgen. Aya hat heute Waschtag. Die Waschmaschine nimmt ihr zwar einiges ab, doch gibt es noch viel Handarbeit. Die 16-jährige Doak freut sich, dass ich ihr beim Abwaschen behilflich bin. Und jeden Morgen kommt auch der Ölverkäufer und geht seiner Kundschaft nach. Er ist ein rechter Patriot. Seinen Karren hat er in den ägyptischen Farben bemalt. Auf dem Dach ist Tareks Schwester schon daran, Pflaster aus Hühnermist, Erde und Stroh zu mischen. Und ihre Mutter baut damit das Dach des Hühnerstalls. Während wir aus dem Dorf gehen, werden wir dauernd von Kindern begleitet, die gerne fotografiert werden möchten. Ich fühle mich wie in einer ganz anderen Welt. Ich mag gar nicht an den Alltag zu Hause denken. Der kommt mir im Vergleich zum Leben hier so düster und farblos vor. Bei einer Lehmhütte begegnen wir einem Cousin von Helel. Sofort werden wir zum Tee eingeladen. Aus trockenem Maisstroh wird ein Feuer entfacht. Auf dem Dach wird das versteckte Kochgeschirr geholt. Ein Knabe ist geschickt worden, Zucker und Schwarztee zu holen und bald schon wird das einzige Glas mit heißem, klebrig-süßem Tee gereicht. Den Wasserbüffeln wird frischer Klee vorgeworfen und ein vorbeigehender Esel erhascht sich ein Maul voll und nimmt es als Wegzehrung mit. Dann habe ich das Vergnügen, zum ersten Mal auf einem Esel zu sitzen und einige Runden geführt zu werden, was vor allem den Knaben Spaß macht. Papa malt eine Weile inmitten der Kinderschar, aber so recht konzentrieren kann er sich nicht. Nicht weit von uns entfernt mäht ein Felache sein Getreide, wie auf Darstellungen aus der Pharaonenzeit. Wie ganz anders muss seine Beziehung zur Erde und zum Korn noch sein, als sie unsere Bauern haben, die mit den riesigen Mähdreschern über die Felder fahren. Überall begegnen uns lebendig gewordene Bilder aus einer längst vergangenen Zeit. Überall quietschen und gurgeln die Wasserpumpen, ein altes, bewährtes Modell und alte Esel gibt es zur Genüge, die diese leichte Arbeit noch gut bewältigen können. Einige hundert Meter weiter sitzt eine Gruppe Bauern im Schatten eines großen Maulbeerbaumes. Neugierig, zu erfahren, wer wir sind, laden sie uns zum Tee ein. Die Unterhaltung beginnt immer gleich. Ich bin Mohammed, wie ist dein Name? Und immer ist man erstaunt, dass Papa mein Vater ist und nicht mein Mann. Abu. Ja. Abu Johanna. Johanna. Ein Onkel von Helel führt seine beiden Wasserbüffel spazieren. So scheint es. Doch der Schein trügt. Die Tiere brauchen eine Abkühlung und eine Erfrischung für ihre Haut. Deshalb kommen sie an den Kanal,
und Mohammed, der Sohn, gibt sie ihnen. Zu Hause beim Onkel wird sofort ein Bastteppich ausgebreitet, damit Papa darauf sitzen und zeichnen kann. Auch ein Foto als Bau will El Haig, der Onkel, mit dem Ehrentitel aus Mekka. Mohammed lehrt mich, wie man mit einigen Tropfen Wasser die Hände wäscht. Dann zeigt er mir, wie gut er Palmen klettern kann und wir schmausen die süßen Dud, die Beeren des Maulbeerbaumes. Als Gast esse ich auch bei den Männern. Dann zeigt mir der hübsche Mohammed seine Felder. Obschon ich gerne noch eine Weile hier geblieben wäre, gehen wir weiter durch die Felder, über viele Brücken und Gräben in dieser alten Kulturlandschaft, in der dreimal im Jahr geerntet werden kann und die auch die 18 Millionen Menschen in Kairo ernähren kann. Durch den Bau des riesigen Staudamms bei Aswan bleiben jetzt die jährlichen Überschwemmungen aus, die früher das Land so fruchtbar gemacht haben. Als Ersatz hat man Kunstdünger eingeführt, was aber der sichere Tod des lebendigen alten Bodens bedeutet. Hier, hinter dem Haus des jungen Bauern, beginnt die Wüste. Ein steiler Anstieg führt über 4000-jährige Mastabas, Grabstätten, die noch kein Archäologe abgedeckt hat. Das letzte Stück des Heimwegs im warmen Abendwind gehe ich barfuß, unbeschwert, zufrieden mit dem heutigen Tag. Im Dorf sind Frauen und Mädchen unterwegs zu den Wasserbrunnen, und die Bauern kommen um diese Zeit mit ihren Tieren von der Feldarbeit zurück. Ich bewundere die Kinder, wie selbstverständlich sie mit ihren Tieren umgehen und wie diese schon den kleinsten Knirpsen gehorchen. Wenn die Sonne den Wüstensand goldgelb färbt und die alte Stufenpyramide des Djoser im Abendlicht leuchtet, malt Papa gerne auf dem Hügel über dem Friedhof mit Blick über die Wüste zu den fernen Pyramiden. Merkwürdig. Er war auch 17, wie ich jetzt, als er zum ersten Mal in der Wüste war und den Zauber des arabischen Lebens kennenlernte. Seine damaligen Erlebnisse haben sich tief in ihm eingeprägt. Ich glaube, mir wird es ebenso ergehen.